Da ist er auch nicht voll. 75%. Und wie sieht es hier aus? 2300. Ja gut, dann spritzen wir den leer. Und dann müssen wir den auffüllen gehen. Ich könnte mir dann auch mal ein bisschen Vorrat holen. Aber ich weiß, das Zeug ist teuer. Ich könnte natürlich auch Gülle nehmen, ne? Ich habe doch so viel Gülle. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22, hier im Niemandsland, genau genommen hier in Bakersfield. Ich habe mir gerade hier mal im Bäckerladen hier von Bakersfield mir mal ein Brötchen geholt. Das habe ich gerade verputzt und jetzt fahre ich wieder nach Hause. Wir haben ja noch ein bisschen Gras zu mähen. Ich dachte mir nämlich, bevor ich anfange mit der Ernte, also wir haben ja da bald die Zuckerrübenernte zu machen, und da habe ich mir gedacht, bevor ich damit loslege, also in den, geht das so? Ja. In den Oktoberwechsel auch noch ein bisschen Gras mähen, ne? Ich glaube, das macht Sinn. So, erstmal nach Hause fahren hier. Machen wir jetzt mal in der Sicht, weil die fährt ja ganz schön schnell, die Karre, ne? Dafür ist die Map fast zu klein. Da müsste man eigentlich mal eine Autobahn für bauen, oder? Ich hätte jetzt gern hier den Jeep von 7 Days. Der wird doch hier gut kommen, oder? So. Ach. Irgendwas hat jetzt komisch reagiert hier mit meiner Lenkerei. So intervallmäßig. Oder hat es geruckelt? Könnte sein, ne? Na, Whisky? Viel Spaß bei den zukünftigen Kreislaufproblemen. Du kommst jetzt nicht mit, ne? Nein, gut. War eine andere Tasche. Ja, siehst du, der steht ja noch parat. Da müssen wir noch ein bisschen dranbleiben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir wollen ja schließlich viel von der Silage haben. Na dann? Da habt ihr auch gedacht, oh ja, Landwirtschaftssimulator, Julia jetzt eine Stunde zugucken oder zwei oder drei beim Rasenmähen. Das war schon immer mein Traum. Hey. Ja, ich denk mal, ich mach so ein bisschen Zeitraffer, oder? Das ist immer so ein zweischneidiges Pferd. Manche langweilt dort die Zeitraffer-Geschichten, manche gucken sowas gerne. Ich selber guck sowas ganz gerne. Aber ich versuche das so ein bisschen zu portionieren, dass die Zeitraffer-Abschnitte jetzt nicht zu lang werden. Ich mache ja sogar mit zehnfacher Geschwindigkeit das Ganze. Na? Aber auch, dass das immer wieder mal kommt, damit die Leute das gerne gucken und damit auch bedient werden. So, ich möchte jetzt hier aber erstmal diesen Futzel hier wegschneiden, ne? Den wir hier stehen lassen haben. Damit fange ich am besten an. Dazu drehe ich das mal hier um. So, also. Los geht's. Ach, ist das schön. Das macht ja so einen Spaß. Macht das auch, aber das ist ja dann, wenn das eine große Fläche ist, irgendwann auch ordentlich Arbeit, ne? Ist ja so. So. Wie ich die Fläche hier später noch gestalte, weiß ich gar nicht. Irgendwas wird mir da schon einfallen. So. Wenn ich schon mal hier unterwegs bin, dann kann ich auch hier... Ach, ich weiß nicht. Irgendwas machen. Ich glaube, jetzt gucken wir, dass der letzte Streifen da wegkommt. Dann gehen wir wieder außen rum nochmal. Ich weiß noch, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich glaube, da steigen wir dann wieder ein.
hier rum. Und dann ist das endlich weg. So. Machen wir erstmal aus. Ja, da kann ich ja nicht rüberfahren. Da ist ja jetzt die Mauer. Fahren wir hier hinten rum. Ja, ab und zu liegt hier noch so ein Ötzelchen. Das liegt daran, wenn ich so ein bisschen zu weit nach rechts über die Grenze gekommen bin, dann lässt er was liegen. So. Machen wir hier weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So. Also. Einschalten. Und einschalten. Und auf geht's. Und da würde ich mal sagen, boah, machen wir mal ein bisschen Zeitraffer, damit wir auch noch was anders machen können. Aber ich möchte hier schon ein Stückchen was schaffen. Na? So, länger will ich euch jetzt auch nicht damit foltern und quälen mit dem Grasmähen. Jetzt haben wir ja schon 3 Fuhren, das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Schauen wir mal, wie viel haben wir drin? Das waren ja jetzt auch nochmal wieder insgesamt über 100.000 Liter, ne? Gucken wir mal nach.
1,24 Millionen Gras, 156.000. Na, siehste, läuft. Ja, haben wir wieder einen guten Anfang geschafft. So, wie sieht's hier eigentlich aus mit Sprit? Ja, der müsste bald mal, ne? Ich parke den jetzt aber erstmal weg. Und ich würde vorschlagen, ich mache jetzt erstmal die Zeit wieder ordentlich. Ich hatte die langsam gemacht. Machen wir mal ruhig auf 3, ist jetzt eigentlich sowieso egal. Ich parke den jetzt hier hin, weil ich den ja sowieso bald wieder brauchen werde. Ich will ja auch weitermachen bald. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal das, was wir eigentlich am besten können. Nämlich, wir schlafen uns hoch in den Oktober. Und dann gucken wir mal, wie um die Zuckerrüben bestellt sind. Was haltet ihr davon? Ja, ne? So. Los Schlafos. Ach ja. Aber kein Regen am Tag, bitte. Kein Wolfi. Guck mal, 432.000 haben wir damit durch das Windrad die Ausgaben, die wir in Bakersfield reingesteckt haben, fast schon wieder drin. Ist doch wunderbar, ne? Boah, Oktober, ich bleib jetzt mal bei 8 Uhr. Da kann man auch schön sehen, wie das Licht langsam ein bisschen, ja, weniger wird frühmorgens. Ja, ich komme ja schon gucken, wie sieht's denn mit eurem Einstreuer aus? Oi. Da müssen wir uns auch drum kümmern bald, ne? Euer Einstreustroh. Auch ein schöner Zungenbrecher. Einstreustroh. Das Einstreustroh zum Einstreuen des Einstreus in den Einstreustrall. Stall, siehst du, geht schon los. ja. Oktober. Gehen wir mal gucken hier. Die Ruckerzüben. Ich muss aber auch, das darf ich gar nicht vergessen, da wo wir den Weizen rausgeballert haben. Oh ja, die sind reif, ne? Gedüngt, Ertragsbonus, muss gewalzt werden. Kraut entfernen. Ja, heißt fettig. Wir müssen natürlich da, wo wir schon ausgesät haben beim Weizen, da müssen wir auch noch düngen, ne? Rennen wir mal dahin, so ein bisschen Frühsport tut gut. Das hätte ich eigentlich quasi gestern schon machen können. Dann machen wir jetzt die Zeit. Lieber wieder auf normal, nicht, dass wir in die Bedrulle kommen. Man kann lieber morgens um 9:30 schon Feierabend machen, als merken, ui, ich schaffe gar nicht mehr so alles, was ich machen wollte. Siehst du, jetzt haben die sich nämlich schon blicken lassen. Das hätte dann die zweite Düngestufe werden können. Siehst du. Gedüngt 0. Also hier müssen wir jetzt zusehen. Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier passiert? Oder der hat hier noch nicht mit dem Wachsen angefangen. Das kann sein, dass wir den so spät gemacht haben, den Streifen. Also, erstmal düngen und dann, ja, dann kümmern wir uns ums Ernten, ne? Denn wenn wir die Spritze nehmen, geht das Düngen aber ziemlich, ziemlich zügig. So. Dann werfe ich jetzt erstmal hier das Zeug ab. Wo sind wir denn jetzt? Vorne? Ja. Ich gucke gerade, wenn ich jetzt noch ein Stück vorfahren würde, würde ich mir womöglich im Weg stehen, wenn ich mal an die Werkstatt ran muss, ne? Ja. Schmeiß mal ab vorne. Ein Stück zurückgefahren. Und dann schmeißt du auch hinten ab. Genau. So, dann brauche ich ein Gewicht. Ist doch so, oder? Ein Gewicht. Ich hab keins. Ich hab keins. Dann ist da dann. Ich brauche aber 3 für jeden eins. Dann kaufe ich schnell eins. Ne? Dann kann ich auch gleich tanken gehen und dann ist das ein Abwasch. Ja, so machen wir das. Wie ist das eigentlich mit Flüssigdünger? Habe ich da genug? Sonst könnte ich da gleich auch mit abwaschen. Lass mich doch mal eben gucken gehen hier. Ich weiß nicht genau, aber ich vermute mal, das ist alles voll, oder? Ach, das muss ja vorne dran, da brauche ich ja gar kein Gewicht. Stimmt ja. Ja gut, dann gucken wir erstmal. Lass mal eben gucken. Habe ich hier noch Fässer stehen? Nö, ne? Ne? Ne?
Na gut. Dann machen wir das so. Ich denke mal, die nächste Fuhre oder zwei Fuhren, die ich vom Gras hole, werde ich nochmal in Heu wandeln. Aber ich gucke erstmal, wie viel Heu habe ich denn davon im Silo. Und sollte ich irgendwann feststellen, dass da ganz viel Gras in dem Fermenter-Silo ist, dass womöglich die Kapazität erreicht wird, die Kapazitätsgrenze für Silage, dann würde ich ein bisschen umpacken in das andere Silo, ne? Und auch den Kuhstall voll machen. Aber das sehen wir dann. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir da das Feld gespritzt kriegen. Da ist er auch nicht voll, 75%. Und wie sieht es hier aus? 2300. Ja gut, dann spritzen wir den leer. Und dann müssen wir den auffüllen gehen. Ich könnte mir dann noch mal ein bisschen Vorrat holen, aber ich weiß, das Zeug ist teuer. Ich könnte natürlich auch Gülle nehmen, ne? Ich habe doch so viel Gülle. Sollen wir mit Gülle spritzen? Und dann die Spritze nehmen für die nächste Stufe? Ja. Why not? Jetzt habe ich das aber schon angeknallt. Ja, gut, okay. Kommando zurück. Wir güllen rum hier. Die Gülle kostet nichts. Die ist eh voll. Sorry für die Unentschlossenheit. Aber da könnt ihr mal sehen, dass ich nichts großartig vorbereite. Ich spiele einfach drauf los. Gut, ich mache mir ab und zu mal die ein oder anderen Gedanken, falls da so Zwischenarbeiten mal zu erledigen sind. Aber im Großen und Ganzen überlege ich erst beim Spielen. Und deswegen macht sich auch jede und die totale Verpeiltheit von mir immer richtig schön bemerkbar. Jetzt würde es aber doch wieder Sinn machen, vielleicht so ein Gewicht zu kaufen, ne? Aber gut, ich meine, Güllespritzen wird auch ohne gehen. Güllespritzen ist immer so, oh, ist immer so schnell leer, das Ding. Und, ja, aber kostet nichts und ja, kostet halt nichts. Und ich habe ja gesehen, Gülle verkaufen, das bringt schon mal gar nichts. Ich glaube, die kann man auch anderweitig verwenden, ne? Kann man da nicht irgendwas anderes noch mitmachen mit der Gülle? Weiß ich gar nicht so genau. Verkaufen? Mit Düngen? Kann man die irgendwie weiterverarbeiten? Könnte sein. Wo fange ich an? Hinten, oder? Ja. Ja, fange ich hinten an. Fahren wir da oben rum. Aber dass hier der Streifen nicht besät wurde, naja, gut. Was soll's? Ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, dann mache ich den Streifen jetzt noch. Aber dann ist der auch später reif. Das ist ganz doof. Also das ist blöd. So, mal ungefähr schätzen, wie breit der Spritzen tut. Ey, ah, ich hätte das echt früher machen sollen, wo der noch nicht zu sehen war. Weil jetzt ist das schwierig zu sehen. Vielleicht kann man das sehen, so wenn man so von ganz weit guckt. Ah, das ist echt doof. Ja, gut. Ah je. Vielleicht wäre das gar nicht mal so verkehrt. Ja, einen Helfer machen lassen. Weil die sehen das ja dann immer, ne? Die fahren ja immer richtig, glaube ich. Könnte man ja mal ganz doof ausprobieren, wie der Helfer das machen würde, oder? Das wäre doch mal ein Projekt. Wenn wir auch bis hinten kommen. Na? Ach du liebe Güte. Wir fahren uns ein Wurf. Ich kann jetzt nicht schon wieder einen Zeitraffer reinbauen. Ach, und ich wollte mit der Rübenernte anfangen. Stinky, stinky. Guck mal, ist schon mehr als die Hälfte raus. Ernsthaft jetzt? Jede Reihe eine Füllung? Da brauchst du keinen Helfer engagieren. Das lohnt überhaupt nicht. Ich mache das jetzt aber trotzdem mal für die letzten Meter hier, um zu gucken, wie macht der Helfer das.
Der sucht ja auf jeden Fall schon mal gleich den richtigen. Denn man kann den Helfer ja immer benutzen. Nur zum Wenden und dann macht man den aus und fährt manuell weiter. Das Problem ist nur, das Ding ist jetzt gleich leer. Zum Glück kann man das auf der Karte ganz gut sehen, ne? Hält der eigentlich an? Ja. Ne, man kann ja hier auf der Karte gucken. Früchte, Früchte, Wachstum, Bodenbeschaffenheit, Hotspots, nee. Müsste doch eigentlich... Ah ja, hier kann man sehen, ne? Blau ist gedüngt und das ist eben noch nicht gedüngt. Ja. Na, dann habe ich ja zu tun, ne? 175 Mal. Vielleicht reicht die Gülle gar nicht für das große Feld. Aber dann ist die Gülle, die ich da angesammelt habe, auch gut verwendet wenigstens, ne? Ja, das hätte ich... Das wäre... Das hätte ich wirklich schon machen sollen gestern... Also in-game gestern, bevor sich hier der Weizen blicken lässt, dann wäre das deutlich leichter gewesen. Aber gut, das ist mir durchgegangen. Dann muss ich jetzt eben immer mit der Karte gucken und fummeln und friemeln und... So, ich fahre dann immer hier oben rum, damit ich da richtig stehe, ne? Ja, ein bisschen sehr weit weg, komm. So. 100.000 Liter sind da drin, das ist schon einiges. Ich hätte, könnte ja gebrauchen. Gibt's sowas? So ein Gülle-Spritz-Fass, was irgendwie 25.000 Liter oder so fasst. Gut, auch wenn man dann stärkeren Trecker für braucht, aber das wäre dann schon mal eine sinnvolle Investition. Ich denke mal. Der Nachteil ist zwar, der Vorteil ist zwar, ist quasi kostenlos, weil ja die Kühe die Gülle produzieren. Aber der Nachteil ist bei der Geschichte natürlich eindeutig, dass man so oft hin und her gurken muss, weil das immer so schnell leer ist, ne? Die große Spritze, da geht das ratzfatz. Aber so ist das schon blöd. So, jetzt mal gucken, ob ich die Spuren noch sehen kann hier. Da ist immer eine Sicht von weit. Ne, ich sehe gar nichts. Echt jetzt, ich sehe überhaupt nichts. Ich denke mal, hier so ungefähr waren wir gefahren, ne? Man sieht nur da hinten die Spuren, weil da die Pflanzen noch nicht so gerendert sind. Ja, da muss man hier gucken. Das sieht gut aus. Stückchen vor. Ja, noch ein Stückchen vor. Ich kann noch ein bisschen darüber. Ich glaube, hier können wir loslegen. Ach. Möglichst gerade. Ah, das ist jetzt eine fummelige Arbeit. Aber was nützt das? Wir stinken uns ein zurecht hier. Das ist immer so in der Realität, ne? Ich kann mich erinnern, wenn wir früher... Ach Gott, ist das lange her. Als ich noch Kind war, wenn wir dann mal irgendwo unterwegs waren, mit der Familie im Auto und kamen so ein Stück über Land und plötzlich kam dann so ein Güllegestank ins Auto. Dann rief Vater vorne immer, Landluft! Und alle so, oh, na, so geil, wie geht? Frische Landluft. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob wir eine Spalte... Ich meine, eine Öffnung, eine... Nein, eine... Ja, was freigelassen haben. Eine Lücke gelassen haben. Ja, das sieht mir fast so aus. Ich habe so das Gefühl, wir sind weit nach links rüber gedriftet, ne? So aus... 24% noch, gucken wir mal. Ja, so ein bisschen. Ich möchte das aber schon gerne ordentlich haben, aber ich werde das jetzt trotzdem ab schon mal machen, weil sonst habe ich ja so viele Ötzelchen nachzuarbeiten, das ist auch doof. Jetzt mal gucken, dass wir ihn richtig positionieren. Eher hier, ne? So, oder? Ah ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit. Weil der Weizen, der soll schon ordentlich kommen. Aber das ist jetzt richtig Arbeit. Das ganze Feld jetzt mit Gülle zu befuddeln. Aber spätestens... War jetzt sowieso leer. Machen wir aus. Gucken.
Oh, da kann man ruhig noch weitermachen. Na, warte mal, ich warte ein Stück zu weit. Lass wir den Rest auch noch raus hier. So, gucken wir mal. Ja. Nächste Fuhre. Ach du liebe Güte, ey. Ich glaube, ich fahre immer von oben runter. Denke ich, unten ankommen ist ja sowieso fast leer. Boah. Bei 10 haben wir 80.000. Womöglich reicht die ganze Gülle gar nicht für das Feld. Die verbraucht sich enorm, ne? Ein kleiner Teil in mir wäre darüber dankbar. Denn wenn die verbraucht ist, dann darf ich mit der Spritze spritzen. Das geht schneller. Aber dann habe ich die Gülle sinnvoll eingesetzt. Und vielleicht mache ich mir auch mal so ein Gülle-Silo hier hin, dass wir da ein bisschen mehr von ansammeln können. Aber da hätte ich ja dann doch gerne vielleicht irgendwie eine Möglichkeit. Vielleicht wisst ihr was, dass man das effektiver einsetzen kann. Dass man da nicht so oft hin und her fahren muss oder vielleicht ein bisschen breiter spritzen kann oder so. Das wäre schon gut. Ja. Und wenn ich wirklich Gülle sinnvoll zum Düngen dann auch verwenden will, dann brauche ich auf jeden Fall so ein Silo. Weil wenn so ein ganz volles Silo gerade nicht mal reicht, um eins von den großen Feldern komplett zu bedüngen, dann ist das ein bisschen knapp, ne? Oh, fast angekratzt hier. Ja, das ist auch nicht so schön. Das hätte ich ja auch ganz gerne den Hügel so ein bisschen abgetragen, ein Stück weit. Da gucke ich mal, ob ich da mal irgendwann, natürlich unter vorheriger Sicherung, da was baue, ne? Also erstmal sichern und dann ein bisschen Terraforming betreiben. So, jetzt mal gucken, dass wir die richtige Reihe finden. Von Entfernung sieht man ja noch die Spuren, aber die verschwinden ja dann, wenn man näher kommt. Das ist wie eine Ampel. Definiere das Wort Ampel. Eine Ampel ist ein kleines grünes Licht, das immer rot wird, wenn man näher kommt. So, mal gucken. Ja, guckt mal. Total verkalkuliert hier. So, dann würde ich sagen, wir sollten... Oh, das kriege ich so schlecht hin. Ungefähr so beim Baum. Also ein kleines Stückchen rechts neben dem Baum. Ich könnte mir vorstellen, hier so ungefähr könnte das gut sein. Ich guck mal. Ja, können sogar noch ein Stück rüber. Guck mal. Hätte ich gar nicht gedacht, so breit. Echt? Das ist doch gut. Hier? Hier? Ja, das sieht ganz gut aus. Los. Gucken, dass ich das jetzt möglichst gerade erwische. Es ist jetzt schwer, so zu fahren, dass man gerade parallel zur Außenkante fährt. Und wenn die weiter weg ist, wird es immer schwieriger. Da werde ich noch so manche blöde, schrägen, fürchte ich. Vielleicht mal zwischengucken. Ah, nicht zu weit. Ja, das ist doch gut. Na, 40% noch, da können wir noch ein Stückchen zurückfahren. Gucken wir mal. Ja, schon wieder was stehen lassen, siehst du? Ja, dann nehme ich das wieder zum Korrigieren. Also da bin ich jetzt doch ein bisschen... Weil sonst... habe ich näher 150 Löcher zu flicken. Und das ist ganz elendig. So. Was haben wir noch? 13% zum Flicken. Gucken. Immer wieder diese Spalte. Jetzt muss ich die natürlich möglichst treffen. Ein brauner Streifen ist mir passiert. Kommt vor. Kann passieren, mein Gott. Ne? Ich denke mal, hier sind wir da ganz gut. Und schon wieder Ende Gelände. So, wir schaffen tatsächlich mit einer Füllung nur eine Reihe, ne? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte hier drücken. Oh, und da ist noch was zu korrigieren. Oh weh, und das nur, weil ich jetzt ein bisschen was verpennt habe. Sonst könnte man das nämlich wunderbar sehen, das hat man ja beim letzten Mal so gehabt,
Das geht eigentlich dann ganz gut. Ja, so, ich würde sagen, die Zeit ist auch abgelaufen. Ich muss das so ein bisschen schätzen, wegen dieser Mäh-Zeitraffer-Geschichte. Ich habe jetzt hier auf meiner Stoppuhr eine Stunde voll. Ich mache jetzt mal als Hausaufgabe, dass ich jetzt erstmal weiter dünge. Ja, entweder so lange, bis die Gülle alle ist oder bis das Feld voll ist. Und vielleicht gehe ich dann auch noch mal so ein bisschen zwischen der Folge Rasenmähen, weiß ich aber noch nicht genau. Aber ich denke mal, ich will es nicht versprechen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit fangen wir dann in der nächsten Folge endlich mit der Rübenernte an. Zumindest ist das soweit geplant. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und schreibt mir gerne weiter Kommentare, besonders wenn ihr eine Idee habt, wie ich besser mit der Gülle düngen kann. Na? Und ja, dann seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, bye bye und tschüssi. A wise man once said, to forget how to dig the soil and the earth is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze.